الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wir haben im letzten Dars über den sogenannten Delilul Khalq gesprochen, den Verursacherbeweis oder Schöpfungsbeweis. Und heute wollen wir, wie versprochen, mit dem zweiten Delil weitermachen. Der zweite Delil, den haben wir genannt Delilul Nizam, der Delil der Ordnung oder des Systems oder wie es manche Zeitgenossen, manche zeitgenössischen Wissenschaftler nennen, dass der Beweis des Feintuning oder des Designs. Das sind alles verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe Konzept. Der Delil oder der Beweis, das Argument der Ordnung des Systems, Feintunings, hat ja mit gewissen Werten und Konstanten zu tun. Und deswegen lasst uns diesen Delil mit einem Beispiel beginnen. Dieses Beispiel soll dir einfach nur zeigen, wie unwahrscheinlich ein Zufall sein kann, umso mehr Konstante es gibt, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Oder Werte, die aufeinander, oder Dinge, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Umso mehr sie zunehmen, umso unwahrscheinlicher wird die Zufallsrate oder der Treffer bei einem Zufall. Das Buch schlage ich euch übrigens vor. Wir werden heute einige Passagen daraus lesen. Das handelt um das Design, Feintuning und System im Universum. Zufall, 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 kein nackter Affe, von einem Wissenschaftler geschrieben, Gracie Morrison. Ganz am Anfang dieses Buches eröffnet er das Buch mit diesem Beispiel, das ich jetzt zitiere. Nehmen wir an, du hast 10 Groschen. 10 Münzen nummeriert von der 1 bis zur 10. Und du hast sie in einem Säckchen. Und du musst es jetzt durchrühren, durchschütteln und versuchen, diese Münzen von 1 bis 10 der Reihe nach rauszuziehen. Meschi? Du ziehst die Münzen von 1 bis 10 der Reihe nach raus. Aber jedes Mal, wenn du eine Münze rausziehst, steckst du die alte wieder rein. Also, dass du immer 10 Münzen im Sack hast. Okay? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Nummer 1 zieht? 1 zu 10. Das ist ja noch tragbar. Diese Wahrscheinlichkeit ist noch nicht so groß. Aber er sagt weiter, die 1 und 2 hintereinander könnten nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 gezogen werden. Hintereinander. Die 3 ersten Nummern unmittelbar aufeinander zu ziehen, wäre nur in einem von 1000 Fällen möglich. Und die Wahrscheinlichkeit, 4 aufeinander folgende Nummern zu ziehen, betrüge nur noch 1 zu 10.000. Tayyib. Und er sagt dann weiter, diese Reihe würde sich entsprechend weiter steigern und die Wahrscheinlichkeit, alle zehn Nummern hintereinander aus dieser Tasche zu ziehen, die würde sinken auf ein Verhältnis von 1 zu 10 Milliarden. 1 zu 10 Milliarden, das nur bei 10 Ziffern. Und dieses Beispiel zeigt uns, was für ein ungeheures Ausmaß bei wachsenden Voraussetzungen die Wahrscheinlichkeit annehmen kann. Der Dalil al-Nizam, Dalil al-Ibda', der Beweis der Perfektion, der Beweis des präzisen Schaffens, der Beweis der Ordnung des Systems, sagt Folgendes aus. Also jetzt mal, wir fassen das wieder kurz zusammen in einigen Sätzen. Eine kurz gefasste Version davon, dann schauen wir uns die einzelnen Prämissen nochmal an. Wir haben auch hier wieder 2 Prämissen, wie in dem letzten Delil. Dafür zitiere ich wieder aus einem Buch, das nennt sich Gottesbeweise. Er sagt, das ist auch aus diesem Buch hier, er sagt, dafür das Entstehen und den Fortbestand des Lebens
auf unserer Erde so viele wesentliche Bedingungen notwendig sind, ist es mathematisch gesehen unmöglich, dass sie allesamt irgendwann und irgendwo durch Zufall im richtigen Verhältnis zueinander vorhanden sein konnten. Deshalb muss es in der Natur irgendeine Art von geistiger Lenkung geben. Manche nennen es auch Intelligenz, geistiger Intelligenz, aber wir beschreiben Allah Ta'ala nicht mit dieser Eigenschaft intelligentes Wesen. Das ist keine Eigenschaft Allah Ta'ala, sondern man nutzt es einfach nur, um den Vorgang zu beschreiben. Die Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala sind nach der Ahlu Sunnah nämlich Tawqifi. Was heißt Tawqifi? Was bedeutet das? Das heißt, die Namen Allah Ta'ala und Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala sind nur beschränkt auf das, was überliefert worden ist. Das heißt, selbst Synonyme dürfen wir nicht nutzen als Namen Allah Ta'alas oder als Eigenschaften. Zur Erklärung aber ja. Zur Erklärung dürfen wir, ich nenne das mal Fremdbegriffe nutzen. Ich meine mit Fremdbegriffen jene Begriffe, die so in ihrer Art nicht im Koran der Sunna aufgetaucht sind. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Viele Theologen benutzen den Begriff Al-Qadim für Allah Ta'ala. Vielleicht jemand von euch weiß, was Al-Qadim bedeutet, nur rein sprachlich. Ich sage zum Beispiel, das ist jetzt das S8, ja? Es gibt das S10. Hada hatifun qadim. Und das S10 Jadid, alt. Sie benutzen für Allah Ta'ala diesen Begriff Al-Qadim. Was heißt das? Sie meinen damit der Urewige, der keinen Anfang hat. Oder sie benutzen den Namen Al-Azali. Al-Azali heißt der Ewige, ja, hinsichtlich der Zukunft, der nie aufhört. Aber weder Al-Qadim noch Al-Azali kommen im Koran oder in der Sunna vor, als Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala. Im Koran kommt vor etwas Ähnliches, Al-Awwal. Al-Awwal, der Erste, der keinen Anfang hat, der allen vorausgegangen ist, also der jedem bestehenden und existierenden Wesen vorausgegangen ist, der selbst keinen Anfang hat. Huwa al-Awwalu. والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Er ist der Erste und der Letzte. Der Letzte ist nicht gemeint, dass er irgendwann aufhört. Der Letzte ist gemeint, der bestehen wird, selbst wenn alle fortgegangen sind. Der immer da sein wird. الظاهر. الظاهر heißt, der jedem überlegen ist. Überlegenheit im Sinne des Wesens, also im Sinn der Hoheit, dass er mit seinem Wesen über allen anderen Wesen steht und ebenfalls in seiner Macht und derartiges. Al-Batin, Al-Batin, was heißt Al-Batin? Al-Batin wird oft übersetzt als der Verborgene, aber was heißt Al-Batin im Sinne der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas? Eigentlich sind das zwei Gegensätze. Al-Zahir ist etwas, was über allem steht. Al-Batin ist das, was in allem ist. Was bedeutet das aber? Dass Allah Ta'ala jedem Menschen näher ist als sein Selbst. Es gibt nichts, das dem Menschen näher ist als Allah Ta'ala. Nichts. Das ist interessant. Wir haben, dass diese zwei Namen nebeneinander gestellt werden. Al-Zahir, der allem überlegen ist. Das könnte nämlich darauf hindeuten, das könnte suggerieren, dass er fern ist. Oder? Das könnte den Zuhörer annehmen lassen, wenn er ja über allem ist, dann muss er fern sein. Da muss er weit sein. Und deswegen kommt dann direkt im Anschluss der Name Al-Batin, um dieses Missverständnis zu korrigieren. Der sagt dir dann aus, obwohl er zwar der Höchste ist, ist er aber auch der, der jedem näher ist als seiner selbst. Das ist kein, man sagt ja auch,
in der arabischen Sprache, Ibn Taymiyyah, als er diese zwei Namen Allah Ta'ala nannte, oder er sprach über die Eigenschaft der Ma'iyya. Al-Ma'iyya ist die Präsenz Allah Ta'alas. Die Präsenz, dass er immer mit dir ist. Es stellt sich nämlich die Frage, wie kann er immer mit mir sein, wenn er aber in der Hoheit ist? Er sagte, es gibt dafür, also allgemein, dass man Allah Ta'ala nicht mit den Geschöpfen vergleicht, ist klar. Was bei den Geschöpfen nicht funktioniert, das muss nicht ebenfalls lauten, dass es bei Allah Ta'ala auch nicht funktioniert. Ein Geschöpf kann, wenn 10 Leute dich gleichzeitig ansprechen, bist du noch in der Lage, irgendjemanden zu verstehen? Du bist schon bei 2 überschöpft. Und bei 3 weißt du gar nicht mehr, was los ist. Trifft das auf Allah Ta'ala zu? Ja. Er hört alle Geschöpfe mit ihren verschiedenen Sprachen, mit ihren verschiedenen Angelegenheiten zu einer und derselben Zeit. Weder irritiert ihn die Vielfalt der Sprachen, noch die Vielfalt der Angelegenheiten. Aber Ibn Taymiyyah sagt, es gibt hier ein Beispiel, ein Phänomen, das wir alle sehen, das die Sache ein bisschen näher bringen kann. Man sagt zum Beispiel in der arabischen Sprache, man sagt, Mashaytu wal-Qamara oder Wama'i al-Qamar. Ich war am Laufen und der Mond war mit mir. Was will man damit sagen? Man will damit sagen, diesen Ausdruck kann jeder sagen, richtig? Der Mond ist zwar in der Höhe, aber er hat in einer gewissen Weise eine Präsenz, die du fühlen kannst oder die du sehen kannst. Und das kann jeder von sich aus sagen. Das heißt, wenn der Mond jetzt mit einem ist, in Anführungsstrichen, heißt es nicht, dass er mit dem anderen nicht mehr da ist. Das heißt, die Präsenz Allah Ta'ala, das kann man ja damit etwas näher bringen. Wie dem auch sei, was ich hiermit sagen wollte, ist, dass man zur Erklärung fremde Begrifflichkeiten nutzen darf, selbst wenn sie nicht überliefert worden sind, wie der Begriff Al-Qadim. Jedoch sollte man das nicht als Namen Allah Ta'alas aufzählen. Das haben tatsächlich einige gemacht, wie ich glaube Al-Qurtubi. Al-Qurtubi und Ibn Arabi al-Maliki. Welcher von den beiden ist der Philosoph? Ibn Arabi oder Ibn al-Arabi? Mit L? Ich habe es vergessen. Ich erinnere mich nicht mehr. Wir haben aber einen malikitischen Rechtsgelehrten, der ein großartiges Tafsirbuch geschrieben hat, in Ayat al-Ahkam. Und wir haben einmal den Philosophen, der das Buch Al-Futuhat al-Makkiyah geschrieben hat. Der Philosoph und Sufi, der behauptete, er sagte, eines seiner Aussagen ist, dass die Wilaya, also die Stellung des Wali, höher sei als die Stellung des Nabi. Die Stellung eines Wali sei höher als die eines Nabi. Und interessanterweise sagte er, genauso wie es einen Khatam al-Nabi gibt, Khatam al-Nabi oder Khatim al-Nabi, das sind 2 Lesearten übrigens im Koran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin khataman nabiyyin. Muhammad ist nicht der Vater eines von euch, aber er ist das Siegel, der sozusagen das Ende der Propheten. Und das Wort Khatam wird in dem Vers mit Fatha gelesen und mit Kasra, Khatam, 2 Lesearten. Also es gibt sowas wie einen Khatam und Nabi, und er sagte, es gibt auch etwas, das sich das Siegel der Awliya nennt. Und wenn wir sagen, die Awliya sind höher in ihrem Rang als die Anbiya, dann ist es ja eine konsequente Schlussfolgerung, dass wir sagen, also zumindest implizit, dass das Siegel der Awliya
höher ist als das Siegel der Anbiya, oder nicht? Und noch obendrauf kommt noch, dass er beanspruchte, er selbst sei der Khatam al-Anbiya, Khatam al-Awliya, Afan. Er wird von in der Türkei heute noch sehr gefeiert, ne? Diese Person. Und ist auch einer der Vorreiter, was die Aqidat Wahdatul Wujud angeht. Wahdatul Wujud, das heißt, so viel, dass die Existenz als Ganzes Gott sei. Es gibt also keinen wirklichen Dualismus. Ich meine mit Dualismus Geschöpf, Schöpfer. Ja? Das gibt es nicht. Das gibt es nur, das ist nur eine Täuschung. Es ist nur eine Täuschung. In der Realität sind Geschöpf und Schöpfer eine einzige Sache. Das ist seine Aqida, Wahdatul Wujud nennt man das. Das ist aber nicht zu vergleichen mit der Aqida der Inkarnation. Weil hier haben wir Geschöpfe, in denen sich Gott inkarniert sozusagen. Bei der Wahdatul Wujud sagen sie aber, dass die Geschöpfe selbst Gott sind oder ein Teil Gottes. Das ist natürlich, diese Aqida ist islamisch fatal falsch, auch philosophisch und logisch nicht haltbar. Aber diese Aqida hat schlimme Folgen. Deswegen sagte einer ihrer Dichter, der diese Aqida trägt, er sagte, der Diener ist real. Der Diener ist real. Und der Herr, also der Gott, ist auch real. Das ist schon widersprüchlich. Das selbst ist schon ein Widerspruch, oder nicht? Weil er redet ja von zwei. Aber das mal beiseite gelassen. Dann sagt er, der Diener ist real und der Herr ist real. Wer ist denn der Mukallaf? Wer ist der Mukallaf? Mukallaf ist der, der angesprochen wird von den Befehlen und Verboten. Gott kann sich nicht selbst Verbote und Befehle auferlegen. Naja, und deswegen sagte einer von ihnen auch, ich glaube, das war der Ibn Sabi'in oder so, er pflegte zu sagen, anstatt zu sagen Subhanallah, sagte er Subhani, Subhani, gepriesen sei, ja nicht selbst, weil er erst ein Teil Gottes. Und einer sagte zu seinen Söhnen, als er ihn fragte, rief sein Vater dazu auf, mit ihm zu Hajj zu gehen. Und dann sagt er, mein Sohn, umkreise unser Haus hier, denn darin befindet sich nichts anderes als Gott. Ja, du brauchst gar nicht mehr nach Mekka gehen, jedes Haus ist für den Tawaf geeignet. Naja, das ist die Aqida des Wahdatul Wujud. Wegen dieser Aqida wurde diese Person, dieser Ibn Arabi oder Ibn al-Arabi, ich habe es jetzt vergessen, von vielen seiner Zeitgenossen auch aus dem Islam ausgeschlossen. Diese Aqida ist nämlich schlimmer als die Aqida der Christen. Diese Einstellung ist schlimmer als die Aqida der Christen, der Dreifaltigkeit. Wisst ihr warum? Die Christen haben Gottes Wesen verteilt auf diese drei. Wahdatul Wujud verteilt es aber auf jedes einzelne Geschöpf. Nur noch eine Sache zum Abschluss. Das ist auch eine konsequente Folge dieses Glaubens. Ich frage euch, wenn man die Aqida des Wahdatul Wujud glaubt, lag Pharao falsch, als er sagte, Ana Rabbukum al-A'la, ich bin euer höchster Herr? Lag er falsch? Nein, er müsste ja richtig sein. Und diese Konsequenz ist zwar absurd, aber viele von ihnen, die diese Aqida tragen, akzeptieren das auch. Sie sagen tatsächlich, Pharao ist als Gläubiger gestorben. Nicht nur als Gläubiger,
Er ist zur höchsten Erkenntnis gekommen. Er hat erkannt, dass er selbst sozusagen ein Teil Gottes ist. Und deswegen hat er in Erkenntnis diese Aussage ausgesagt: Ich bin euer höchster Herr. Und Musa a.s. lag falsch darin, ihn zu kritisieren. Ja. Wenn man sowas weiß, dann kann man diese Akida nicht mehr beschönigen, auch nicht mehr verteidigen. Bei ihm jedenfalls, zusammengefasste Darstellung des dieses Delils habe ich eben vorgelesen. Dann kommen wir auf die zwei Prämissen, auf die dieser Delil ebenfalls basiert. Und dann die Konklusion. Die erste Prämisse ist ja die, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir eine gewisse Feinabstimmung sehen können. Wir können in dem Universum und in den Lebewesen um uns herum eine Form der Schönheit sehen. Schönheit. Wir sehen System und Ordnung um uns herum. Und das ist die erste Prämisse, also dass das besteht. Und das stellen wir auf zweierlei Wegen fest. Einmal durch die unmittelbare Beobachtung eines jeden vernunftbegabten Menschen. Jeder, der eine gewisse Vernunft hat, erkennt das. Dass um uns herum eben eine Form von, ich nenne es mal jetzt nur in Anführungsstrichen Werk, wir sehen ein präzises Werk. Und das sehen wir, wie gesagt, auf zwei Wegen. Einmal diese unmittelbare Beobachtung und einmal durch gewisse empirische, wissenschaftlich belegte Fakten. Zu diesen unmittelbaren Beobachtungen sagt Al-Khattabi. Al-Khattabi ist ein Hadith-Wissenschaftler und Faqih, der im Jahr 388 nach der Hijra gestorben ist. Er sagt zu diesem Delil, oder er prägt ein Beispiel. Er sagt, wenn du die Welt mit deinem Auge inspizierst und mit deinen Gedanken betrachtest, wirst du sie wie ein Haus vorfinden. Fertig gebautes Haus, in dem alles erhältlich ist, das der Bewohner zum Leben benötigt. Der Himmel ist wie das Dach, die Erde wie sein Fußbodenbelag. Die Sterne sind die Lichter, die Edelsteine sind gespeicherter Vorrat. Die Pflanzen eignen sich als Kost und Kleidung. Die Tiere sind als Fahrmittel und für andere Dienste des Menschen tätig. Der Mensch ist wie der König. Er ist wie der König, dem dieses Haus gehört und alles, was sich in ihm befindet. Und dann sagt er, all dies spricht deutlich dafür, dass diese Welt geschaffen ist, geplant und einem System unterliegt. Dann gibt es, wie gesagt, die zweite Kategorie wären dann wissenschaftliche, empirisch belegte Fakten und Erkenntnisse. Und deswegen sagt dieser Physiker, den ich auch letztens schon zitiert hatte, Paul Davies, er sagt, selbst die atheistischen Wissenschaftler, welche nur einen winzigen Teil dieses Universums ausmachen, singen Lobeslieder über die Großartigkeit, den Einklang und die Eleganz des Universums. Das heißt, auch sie gestehen ein, dass es ist nicht einfach ein planloser Haufen von Materie. Selbst sie akzeptieren, dass man ein gewisses Design oder Planung in dem Universum sehen kann. Und ich lese euch jetzt mal ein paar Stellen aus diesem Buch vor. Ich empfehle euch, das zu kaufen, ist günstig. Es wird nicht mehr gedruckt, man findet es nur noch gebraucht. Bekommt es für 3-4 Euro auf Amazon. So, ich zeige euch jetzt einige Stellen, die eben für diese Form von System um diese Form von System handeln. Er sagt hier auf der Seite 23,
Er sagt, die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse, sodass sie für ihren größten Umfang am Äquator eine Geschwindigkeit von 1600 Kilometern in der Stunde hat. Wenn sie sich aber nur mit 160 Kilometern Geschwindigkeit drehen würde, dann wären unsere Tage und Nächte zehnmal so lang wie jetzt. Die heiße Sommersonne würde an solch einem langen Tag die ganze Vegetation verbrennen und in der langen Nacht würde jeder Spross erfrieren. Dann spricht er über die Sonne. Er sagt, die Sonne, die Quelle allen Lebens, hat eine Oberflächentemperatur von fast 6000 Grad Celsius. Und unsere Erde ist gerade weit genug von ihr entfernt, dass dieses ewige Feuer uns ausreichend, nicht zu viel und nicht zu wenig erwärmt. Es ist wunderbar beständig und hat sich im Laufe von Millionen Jahren so wenig verändert, dass das Leben, so wie wir es kennen, überleben konnte. Dann spricht er über die Durchschnittstemperatur auf der Erde. Er sagt, wenn die Durchschnittstemperatur auf der Erde sich nur in einem einzigen Jahr um 25 Grad ändert, wäre alle Vegetation, alles Leben erstorben und damit der Mensch entweder verbrannt oder erfroren. Dann spricht er über die Geschwindigkeit der Erde. Er sagt, die Erde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 28 Kilometern in der Sekunde um die Sonne. Übrigens, ihr habt bestimmt einige Videoausschnitte gesehen aus gewissen von bestimmten Predigern aus Saudi-Arabien. Das wurde auch medial hier in Deutschland erwähnt. Ein Prediger, der mehrere, die darüber sprachen, dass die Erde sich nicht bewegen würde. Er hat so komische Beweise gebracht, wie zum Beispiel, das ist ein dämlicher Beweis, er sagte, die Flugzeuge sind ein Beweis dafür, dass die Erde sich nicht bewegt. Er sagte, wenn ich zum Beispiel von Riyadh nach Peking fliegen möchte, ja, und die Erde würde sich drehen, dann müsste das Flugzeug einfach nur hochgehen und warten, bis die Erde sich dreht, und dann einfach runtersteigen, ohne einen Kilometer hinterlegt zu haben. Ja. Und also das zu drehen der Erde. Ein anderer, ein sehr bekannter Mann aus Saudi-Arabien, ein anderer, das ist nicht nur in Saudi-Arabien, das ist auch in anderen Orten der Welt. Ich sage euch gleich, wo das Problem liegt. Er sprach darüber, dass nicht die Sonne das Zentrum unseres Sonnensystems ist, sondern die Erde. Alles dreht sich um die Erde. Dieses alte Konzept halt. Und es ist tatsächlich so, dass manche Klassiker diese Auffassung hatten. Die waren nämlich damals vertreten überall auf der Welt, dass die Erde das Zentrum des Universums ist oder des Sonnensystems. Das Problem ist aber, dass islamische Wissenschaftler, und dafür kritisiere ich sie nicht, islamische Wissenschaftler in vielen Sachen ihrer Zeit, auch die Rechtsgelehrten, gewisse, ich nenne sie mal Theorien oder Meinungen, auf vorherrschende wissenschaftliche Auffassungen bildeten. Man kann ja nicht immer Professor in allem sein. Deswegen, wenn wir derartige Auffassungen in alten Büchern finden, dann sind sie teilweise dafür entschuldigt. Also ihnen kommt keine Schuld zu. Sie haben einfach die Aussagen, die medizinischen Meinungen, die in ihrer Zeit vertreten waren, übernommen. Oder astronomischen Auffassungen oder sonst was auch immer. Aber das Problem ist, wenn man 1000 Jahre später kommt und diese Sachen einfach so übernimmt, diese Sachen übernehmen wir einfach so, ohne sie zu überprüfen und zu korrigieren, das ist dann natürlich ein Problem. Und leider, selbst in Universitätsliteratur kommen solche Sachen vor. Also ich selbst habe in den Fiqh-Büchern
der Universität gewisse Sachen gesehen, die damals halt im Umlauf waren und die sie einfach heute übernommen haben. Und das macht eine Universität, das ist nicht akzeptabel. Ja, besonders beispielsweise, wenn du siehst, wenn du im Kapitel des Al-Hayd, der Menstruation, Kapitel der Menstruation, ich frage euch einfach mal, das Menstruationsblut der Frau, wenn sie schwanger ist, wo geht das hin? Oder ich stelle die Frage etwas präziser. Wird das Kind im Bauch der Mutter von dem Menstruationsblut genährt und deswegen bleibt ihre Menstruation aus? Schwangere Frauen haben oft keine Menstruation. Das findest du aber in den Büchern, in den Fiqh-Büchern. Meistens, wenn sie die Menstruation definieren, dann sagen sie, خُلِقَ لِحِكْمَةِ رِذَاءِ الْوَلَدِ, wurde geschaffen mit der Weisheit, das Kind zu ernähren. Gut, dass das halt da ist vor 800, 900 Jahren, ja, dass die Fuqaha das erwähnt haben, okay, da kann man ein Auge zudrücken. Das Problem ist aber, du siehst fast jeder, der heute noch darüber schreibt, übernimmt es einfach genauso, ohne das zu verändern. Und dann kommt halt auch die Sache mit der Erde. Ist die Erde das Zentrum oder die Sonne? Al-Barawi hat das zum Beispiel in seinem Tafsir erwähnt. Ja. Das ist heute nicht mehr akzeptabel. Es gibt kaum noch jemanden, der daran glaubt. Das kann man dann nicht einfach so übernehmen. Ihr habt vielleicht meinen letzten Beitrag gelesen über wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn das empirisch belegte Fakten sind und ob das in Kontroverse stehen kann mit dem, mit faktisch belegten Offenbarungstexten. Eindeutig faktisch belegten Offenbarungstexten. Das geht nicht. Ist nicht möglich. Und deswegen, es gibt keine einzige Stelle im Koran, die besagt, dass die Erde das Zentrum des Sonnensystems ist, unseres Sonnensystems. Das gibt es nicht. Naja. Gut. Er sagt hier, die Erde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 28 Kilometern in der Sekunde um die Sonne. Würde diese Geschwindigkeit vielleicht ein Drittel oder umgekehrt das Doppelte betragen, so wären wir zu nah an der Sonne oder zu weit von ihr entfernt, als dass unsere Art von Leben existieren könnte. Die Erdachse ist in einem Winkel von 23 Grad zur Ebene ihrer Bahn geneigt. Diese Neigung ist die Ursache unserer Jahreszeiten. Ohne sie wären die Pole in einem ewigen Dämmerlicht. Das verdunstende Wasser der Meere würde nach Norden und Süden zu den Polen ziehen und dort ganze Kontinente aus Eis aufbauen. Zwischen dem Äquator und den Eisregionen würde sich wahrscheinlich eine wasserarme Wüste ausbreiten, durch die das Gletscherwasser sich Schluchten graben und in das salzbedeckte Bett der früheren Meere brausen würde, um dort zeitweilig Salzseen zu bilden. Das Gewicht der unvorstellbaren Eismassen würde die Pole eindrücken, sodass die Erde sich am Äquator ausbauchen und womöglich bersten würde. Durch die Verdunstung der Meere würden weite neue Landstriche entstehen und die Regenfälle in allen Gebieten mit verhängnisvollen Folgen vermindert werden. Dann spricht er über den Mond. Er sagt, der Mond ist etwa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Und die zweimal täglich wechselnden Gezeiten, die Ebbe und Flut, sind eine gewöhnlich sanfte Erinnerung an seine Gegenwart. An manchen Orten steigt die Flut bis zu 20 Metern an. Und sogar die anscheinend so starre Erdkruste wird durch die Anziehungskraft des Mondes zweimal täglich um mehrere Zoll nach außen gebogen. Wir sind daran so gewöhnt, dass wir uns keinerlei Rechenschaft ablegen über die ungeheure Kraft, die die Fläche des Ozeans mehrere Meter hochhebt und die so stabil erscheinende Erdoberfläche krümmt.
Wäre der Mond statt seiner beachtlichen Distanz vielleicht nur 80.000 Kilometer entfernt, würden unsere Gezeiten ein ungeheures Ausmaß annehmen. Das Flachland aller Kontinente würde zweimal am Tag von einer so gewaltigen Wasserflut überströmt, dass bald sogar die Berge fortgeschwemmt wären und sich wahrscheinlich erst gar kein Kontinent aus der Tiefe hätte erheben können, der fest genug gewesen wäre, um heute noch zu bestehen. Die Erde würde in allen Fugen krachen und die Luftströmungen würden täglich zu furchtbaren Stürmen anschwellen. Dann spricht er über die Gase. Das ist auch sehr interessant. Die Gase, die wir atmen. Er sagt, die Atmosphäre der Erde besteht aus etwa 28% Stickstoff, 21% Sauerstoff und dem Rest, der sich aus Edelgasen, Wasserdampf und 300% Kohlensäure zusammensetzt. Der Sauerstoff ist der Lebensatem aller Landtiere, kann aber zu diesem Zweck einzig aus der Atmosphäre entnommen werden. Würde der Sauerstoff der freien Luft irgendwie aufgesaugt, dann müsste alles tierische Leben aufhören. Dann spricht er über diese Wechselwirkung und die feine Abstimmung zwischen mehreren Dingen, die mit dem Sauerstoff zu tun haben. Er sagt, die eigenartige Wechselbeziehung zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff und ihre Bedeutung für das Leben der Tiere und die ganze Pflanzenwelt ist längst bekannt. Dennoch wird die eigentliche Wichtigkeit der Kohlensäure nicht allgemein verstanden. Es ist ein schwerfälliges Gas, das sich glücklicherweise immer nah an der Erde aufhält. Es lässt sich nur schwer in seine Bestandteile Sauerstoff und Kohlenstoff aufspalten, also die Kohlensäure. Der Mensch atmet Sauerstoff in die Lungen ein, wo er vom Blut aufgenommen und durch den ganzen Körper verteilt wird. Dieser Sauerstoff verbrennt die Nahrung in jeder Zelle sehr langsam und bei verhältnismäßig niedriger Temperatur. Dabei entstehen Kohlensäure und Wasserdampf. Die Kohlensäure wird wieder an die Lunge abgegeben. Da sie nur in kleinen Mengen in der Atemluft vorhanden sein darf, reizt sie die Lungen an, sie rasch wieder auszuatmen. Alles tierische Leben nimmt auf diese Weise Sauerstoff auf und gibt Kohlensäure ab. Daneben hat der Sauerstoff noch weitere lebenswichtige Aufgaben, denn er wirkt auf andere Elemente im Blut und auch anderswo im Körper ein und erhält so den Fortgang des Lebensprozesses. Die Gegenseite jetzt, die pflanzliche Welt sozusagen. Er sagt, alles pflanzliche Leben aber hängt, wie allgemein bekannt, von der fast unendlich kleinen Mengen Kohlensäure in der Luft ab, die es sozusagen einatmet. Um diese komplizierte photosynthetische chemische Reaktion auf die einfachste Weise zu erklären, könnte man sagen, dass die Blätter der Bäume Lungen sind und die Fähigkeit haben, mit Hilfe des Sonnenlichts die widerspenstige Kohlensäure in Kohlenstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Mit anderen Worten, der Sauerstoff wird freigegeben, während der Kohlenstoff zurückgehalten wird und sich mit dem Wasser, das die Pflanze durch ihre Wurzeln aus dem Boden zieht, verbindet. Durch ihre Zauberchemie stellt die Natur aus diesen Elementen Zucker, Zellulose und zahlreiche andere Substanzen her, mit deren Hilfe sie Blüten und Früchte hervorbringt. So ernährt sich die Pflanze selbst und erzeugt dabei genügend Nahrung, um den Hunger aller Tiere auf der Erde zu stillen. Gleichzeitig gibt sie den Sauerstoff frei, den wir atmen, und ohne den das Leben in 5 Minuten zu Ende wäre. Man sagt ja auch, der Stickstoff, ein träges oder wenigstens teilweise träges Gas, ist von größter Bedeutung. Er verdünnt den Sauerstoff der Luft in genau dem Verhältnis, wie es für Mensch und Tier am zuträglichsten ist. Wie das beim Sauerstoff der Fall ist, gibt es auch weder zu viel noch zu wenig Stickstoff. Wäre der Stickstoff in wesentlich größerer oder kleinerer Menge vorhanden, so könnte der Mensch in dieser Daseinsform nicht existieren.
Da gibt es noch ein anderes Kapitel. Und zwar spricht er hier über die Gene. Die Gene und die Vererbung. Aber ich glaube, ihr lest das lieber selbst. Und dann spricht er, das ist auch ein sehr interessantes Kapitel, über das großartigste Laboratorium der Welt. Wisst ihr, was er damit meint? Das größte Labor der Welt. Er meint das Verdauungssystem des Menschen. Das auch viele Abgase erstellt. Okay, das machen wir das nächste Mal, glaube ich. Warte mal, wie viel Zeit haben wir schon? Wir haben noch 15. Kommen wir kurz schnell zur zweiten Prämisse nochmal. Und dann machen wir hier Schluss. Die zweite Prämisse habe ich ja gesagt. Also die erste Prämisse kann man erkennen einfach durch also dieses Feintuning, Feinabstimmung. Die kann man erkennen durch Beobachtung und durch empirisch-wissenschaftlich belegte Fakten. Die zweite Prämisse ist aus den instinktiven Grunderkenntnissen des Menschen gewusst. Instinktive Grunderkenntnisse, damit meine ich sowas wie das Ursache-Wirkungsprinzip, also etwas, was man einfach weiß, was nicht unbedingt angelernt werden muss. Präzision und Genauigkeit bzw. Systeme basieren immer auf Wirken einer bedacht handelnden Person oder eines Wesens. Und auf diesen Beweis als Ganzes lenkt Allah Ta'ala an einigen Stellen des Korans die Aufmerksamkeit des Menschen. Zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Haben sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut und was Allah Ta'ala darin erschaffen hat und dass ihre Frist vielleicht nahe gerückt ist? Und Allah Ta'ala sagt: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Schauen sie denn nicht zum Himmel über ihnen, wie wir ihn geschaffen haben und geschmückt haben und dass er keine Spalten hat. Und dann sagt er weiter: وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Die Erde haben wir gedehnt. Was ist mit der Dehnung eigentlich gemeint? Wir haben die Erde gedehnt. Wird auch als Bast im Koran bezeichnet. Ausdehnen. Nein. Das kann nicht gemeint sein. Denn danach sagt er, und darauf haben wir feste Berge gegründet. Ausdehnen ist einfach gemeint, dass sie weitflächig geschaffen ist. Nicht zu eng ist für die Menschen. Damit ist nicht gemeint, dass sie flach ist. Kann das sein? Übrigens interessanterweise in Bezug auf die Form der Erde, ob sie nun eine flache Scheibe ist oder eine Kugel, es gibt darin einen Konsens. Ein Konsens der Muslime, dass die Erde rund ist, nicht flach. Also darin gab es keine zwei Auffassungen unter ihnen. Und das hat bereits Ibn Hazm erwähnt, diesen Konsens. Ibn Hazm, habe ich ja gesagt, ist im Jahr 456 nach der Hijra gestorben. Interessanterweise gibt es aber auch heute noch Muslime, die glauben, die Erde sei eine Scheibe, flach. Gibt es tatsächlich. Gut, Allah Ta'ala sagt danach, zur Einsicht, und wir haben auf ihr von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen lassen, zur Einsicht und Ermahnung für jeden reuigen Diener. Na, und Allah Ta'ala sagt: وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Dann sagt Allah Ta'ala: صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ.
Es ist das Werk Allahs, der alles genauestens präzise geschaffen hat. Diesen Vers nutzen einige Zeitgenossen als ein Beweis dafür, dass die Erde sich dreht oder bewegt. Nicht dreht unbedingt, aber bewegt. Weil Allah Ta'ala sagt hier, und du meinst, die Berge seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Einige deuten das für die Bewegung der Erde. Gut, dann wären wir für heute fertig. Ich will euch noch eine kleine Sache zeigen. Es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler, Michael Behe heißt, der Biochemiker. Er ist einer der ersten, der diesen Begriff benutzt hat, nicht reduzierbare Komplexität. Das geht auch in die Richtung System- und Ordnungsbeweis. Und er hat ein Buch darüber geschrieben. Und darin hat er ein anschauliches Beispiel für nicht reduzierbare Komplexität gegeben. Er will damit aussagen, Kernaussage ist, dass wenn man nur eine einzige Komponente eines komplexen Systems wegnimmt, fällt es in sich zusammen. Ist nicht mehr tauglich zu arbeiten. Und dafür hat er ein Beispiel mit der Mausefalle gegeben. Das ist nämlich nicht wirklich sehr komplex, aber es ist auch ein komplexes System, weil da mehrere Dinge miteinander arbeiten müssen, damit es funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel eine Mausefalle, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Dann haben wir diesen Untergrund, dann haben wir einen Sicherungsbügel, die Feder, den Schlagbügel und die Köderklappe. Wenn du eines davon wegnimmst, nur eine einzige Sache, wird die Mausefalle nicht mehr funktionieren, richtig? Und so ist es auch mit dem Universum. Die verschiedenen Konstanten, diese Abstimmungen, Einstellungen, müssen alle zusammenarbeiten. Er hat das als Beispiel, sein ganzes Buch basiert auf die Zelle. Er hat über die Zelle gesprochen, wie sich verschiedene Systeme sozusagen innerhalb einer Zelle arbeiten. Und er wollte damit zum Schluss zu diesem Ergebnis kommen, dass das nicht durch Entwicklung passieren konnte. Nehmen wir mal an, diese Mausefalle müsste sich entwickeln. Ja? Diese Mausefalle müsste sich erstmal entwickeln, Schritt für Schritt durch, nur mal so jetzt, Evolution. Wäre das möglich? Es ist nicht möglich, weil die Mausefalle hätte nie funktionieren können, wenn nicht schon alles von Anfang an da gewesen wäre. Alle einzelnen Bestandteile. Er ist halt zu dem Schluss gekommen, dass es mit der Zelle genauso ist. Und deswegen hat er eine Evolution hinsichtlich der Zelle oder des Lebens ausgeschlossen. Sie meinen aber natürlich, es gibt zwei Formen der Evolution, die Mikro- und die Makroevolution. Mikro- und Makroevolution. Mit dem einen ist gemeint leichte Veränderungen. Leichte Veränderungen innerhalb eines Lebens. Das ist natürlich etwas, was wir sehen können. Das wird auch nicht ausgeschlossen. Mit dem anderen ist aber gemeint, mit der großen Evolution, dass aus einem Lebewesen ein ganz anderes Lebewesen wird. Und das ist die Stelle, die er ausgeschlossen hat. Die Sache, die er ausgeschlossen hat. Dann machen wir Schluss. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد